Oh yeah, Elektroschrott. In letzter Zeit war ich ja Haus- und Hofelektriker. Ne? Da habe ich Strippen gezogen und ich habe sogar so ein bisschen mit Holz gebastelt und mit Elektronik hatte das gar nicht viel zu tun. Das ändert sich heute. Ich habe den Bordplan und den ganzen Scheiß für die Elektronik vom Schlangenmaten fertig gemacht. Und dann habe ich einen Labortag vor mir, hinter mir. Ja. Es ist immer schwierig, sowas zu erklären, wenn man die Einleitung 2 Tage nachdem man eigentlich und... Also ich habe den ganzen Krempel schon gemacht, den ihr jetzt gleich seht. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir noch eine Einleitung fehlt. Und die habe ich jetzt nachgemacht und jetzt bin ich verwirrt. Whatever, ich schneide das irgendwie zusammen. Kann man das rausschneiden? Aus Gründen, die mir selber gar nicht so völlig klar sind, werde ich immer wieder gefragt, wie ich das eigentlich mit dem Lötstofflaminat mache. Und weil ich ja ein netter Kerl bin, zeige ich es jetzt einfach mal. Also, das ist das Zeug. Hier ist die fertig geätzte Platine für den Schlangomaten, die übrigens unglaublich fantastisch geworden ist. Und jetzt brauchen wir ein Stück davon, mit dem wir die Platine vernünftig abdecken können, mit so ein bisschen Rand drumherum, so ein halber Zentimeter Rand ist okay. Und das schneiden wir dann mit dem Skalpell zu. Dazu sei gesagt, es gibt ein paar Dinge, die bei der Verarbeitung unglaublich wichtig sind. Erstens, ihr müsst sauber arbeiten. Wenn Dreck unter dem Laminat ist, hält es hinterher nicht richtig. Zweitens, ihr müsst trocken arbeiten. Wenn Wasser auf der Platine oder auf dem Laminat ist, wirklich nur das kleinste Tröpfchen, wenn das nicht richtig trocken ist, dann gibt es Wasserdampfbläschen hinterher beim Auflaminieren und ihr habt hässliche Löcher im Laminat. Das ist ganz kacke. Dann, ihr müsst ohne UV-Licht arbeiten. Das Laminat ist unglaublich UV-empfindlich. Das ist wirklich kein Spaß. Das heißt, ihr müsst jetzt zusehen, dass ihr das hier so wie ich mit Gelblicht macht. Ich glaube, das haut gerade der Weißabgleich von der Kamera raus, aber hier das Licht ist vom gelben LED-Strips. Und ihr braucht den Laminator. Der steht bei mir hier hinten in der Ecke. Den zeige ich gleich für den nächsten Schritt. Weil diese Folie da bläschenfrei drauf zu kriegen, so mit Hand mit draufkleben, drauflegen, irgendwie rollern. Ich habe alles Mögliche probiert, das funktioniert schlicht und einfach nicht. Ihr wollt das mit dem Laminator machen. Ich habe vor ungefähr einer Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Laminator die Platine getrocknet, indem ich es ein paar Mal bei voller Pulle habe durchlaufen lassen. Seitdem ist der Laminator aus und steht so rum. Das heißt, das Gehäuse ist oben drauf, ja, schön warm, aber man kann die Hand drauf liegen lassen, man verbrennt sie sich nicht. Das ist eine gute Temperatur für das, was als nächstes kommt. Nächster Schritt ist ein bisschen eckelig. Wir haben nämlich hier dieses Laminat und das hat eine glänzende und eine matte Seite. Und wir müssen jetzt die matte Seite von der Folie abtrennen, den Schutzfilm. Dafür gibt es einen kleinen Trick. Und zwar, wenn man sich hier so Malerkrepp schnappt, wo ist hier die Kamera hier? Wenn man sich hier so Malerkrepp schnappt, 2 Stücke davon. Ein Stück, 2 Stück und man klebt die auf die beiden Seiten drauf und na, komm her, du Luder. Na, das habe ich jetzt nicht so gut gemacht, das muss wirklich ganz gut sein. Ich ziehe hier sonst die. Ne? Dann macht man hier mal so. Das war es noch nicht. Na, komm, so, abessen. Funktioniert wunderbar. Und als nächstes ziehen wir die jetzt hier so ein ganzes Stück ab, die Folie. Das hier drunter ist ein bisschen klebrig. Und ich hoffe, ihr könnt das, was ich hier mache, jetzt gut sehen. Es ist ein bisschen blöd, es gleichzeitig für die Kamera zu machen und so, dass ich keinen Mist dabei baue. Ihr legt das Laminat auf eure Platine auf. Ich nehme besser die andere Seite. Und da ist es ganz gut, wenn man an der Platine so ein bisschen Überstand hat, so wenn der vorderste halbe Zentimeter eh nichts ist, weil dann kann man es da ein bisschen festdrücken. Und dann kommt die Platine mit diesem Laminat drauf in den Laminator. Wohlgemerkt, Laminator ist auf Kaltstufen. Und jetzt zieht hier so die Folie so nach oben. Und jetzt kann man es einfach festhalten. Während der das durchzieht, zieht er hier die Schutzfolie mit ab. So.
Der zieht jetzt schon mal im, ich sage jetzt mal, ziemlich warmen Zustand, aber nicht völlig heiß diese Folie durch. Und das nicht völlig heiß, das ist deswegen wichtig, weil die Folie dadurch zwar gut aufgebracht wird, aber einem nicht der Laminator zerschmattert dabei. Das ist nämlich sonst eine ziemliche Sauerei, wenn die Folie im Laminator schmilzt. Das will man eigentlich vermeiden. Ja? So sieht das nach dem ersten Durchgang aus. Das war es aber noch nicht. Verdammte Axt, der Laminator war noch ein bisschen wärmer, als ich gedacht habe. Dadurch habe ich jetzt hier tatsächlich so ein bisschen Schmatter. Die Folie ist hier geschmolzen, das ist aber nicht schlimm, das kriegt man hier noch gut ab. Und ich habe sowieso relativ viel Platz um die Kante drumherum. Jetzt nehme ich ein Skalpell und schneide das sauber genau an der Platinenkante alles runter. Währenddessen stelle ich übrigens den Laminator schon wieder auf Temperatur. Meiner Erfahrung nach ist die Temperatur für 125 MIG Folien perfekt. Damit macht man sich nichts kaputt. Bei dem Abschneiden hier auf irgendeiner Unterlage müsst ihr übrigens aufpassen, das Laminat nicht mit Druck auf der Unterlage rumzubewegen. Also ihr könnt es gut andrücken beim Schneiden, aber dann dürft ihr es nicht bewegen. Und ihr könnt es bewegen, aber dann dürft ihr es nicht andrücken, weil es nämlich sonst dazu neigt, an der Oberfläche ganz kleine Falten zu bilden. Und beim nächsten Schnitt, der jetzt kommt, geht es genau an den Stellen gerne mal kaputt. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Das ist ärgerlich, wenn man an sich eine schön laminierte Folie hat, die dadurch aber kaputt geht. Das Ergebnis sieht jetzt so aus. Das ist doch schon richtig hübsch. Es ist allerdings noch nicht fest. Ja, die Experten sehen, dass hier so ein paar Blasen sind. Die sind aber völlig scheißegal. Das ist die Stelle, wo ich es vorhin angedrückt habe. Die Platine ist vor den Blasen zu Ende. Nichts Schlimmes. Ja, der Laminator ist auf Vollstoff. Wir haben unsere Platine. Und ich schiebe es jetzt noch einmal bei vollem Kit durch. Damit wird das Laminat jetzt tatsächlich fest auf die Oberfläche aufgebracht. Härtet auch schon minimal an, aber nur minimal, sonst könnten wir es ja hinterher auch gar nicht mehr entwickeln. Und so wie die Platine jetzt ist, kann ich sie dann gleich belichten, dann eine Stunde stehen lassen, dann entwickeln und dann ist sie eigentlich mehr oder weniger fertig, dann muss ich sie nur noch verzinnen. Aber alles andere habt ihr schon mal gesehen und deswegen übergebe ich zurück ins Funkhaus. Sehr, sehr gelungene und hübsche Platine ist jetzt fertig gebohrt und gesägt und alles. Und jetzt kommt immer so ein echt spannender Moment, weil diese Relais hier habe ich noch nie benutzt, diese Finder-Relais. Und jetzt muss ich mal ausprobieren, ob die hier überhaupt in meine Footprints passen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie viel die Eagle-Bibliothek taugt, die ich da habe. Ne? Okay, die passen. Da habe ich schon mal Schwein gehabt. Sehr schön, da sieht man also, wie die Relais hinterher hier drauf aussehen würden. Ja, dann kommst du da, ja. Und jetzt wird es besonders spannend. Ich habe hier nämlich diese USB-Steckerchen. Und es gab in Eagle Footprints für 38.000 Steckertypen. Und ich wusste nicht, welche das sind, die ich hier habe. Und jetzt wird nochmal die Frage sehr, sehr spannend, ob meine Annahme, es handele sich hier um Molex-Nachbauten, ob die gepasst hat. Ah. Puh. Also, die Pins gehen schon mal nicht durch die 05er Bohrung, zumindest nicht ohne ein bisschen Gefrickel. Ah.
passt alles. Ich habe tatsächlich den richtigen Footprint für meinen USB-Stecker. Wie geil ist das denn? Ja gut, dann sind jetzt eigentlich so die ganzen Angstmomente des Zusammenbaus dahin. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch anfangen, das zu bestücken. Und da habe ich ehrlich gesagt hier vor dem Mikrocontroller ein bisschen Angst. Die anderen Sachen, alles halb so wild. Sind alles nichts, was ich nicht schon mal irgendwo gelötet hätte, auch in der Größe. Ah, der Mikrocontroller, da habe ich ein bisschen Respekt davor. Ich habe zwar diese 32 U4s auch schon aufgelötet, aber schauen wir mal. Wie immer, wenn man solche SMD-Teile lötet, geht es damit los, dass man erstmal so eine oder zwei Ecken verzinnt. Um an den Pads dann mal die Pins festzutackern. Super Spaß wäre, wenn ich ihn jetzt falsch orientiert auflöten würde. Ich würde nie wieder aufhören zu lachen. Ja, nachdem ich gerade noch ein paar Korrekturen vorgenommen habe, kommen wir jetzt zu einem echt coolen Tool, und zwar zu dieser Gaubing-Spitze hier. Das ist eine Lotdepot-Spitze, wie man so schön sagt, im deutschen Elektronikerbereich. Und die hat vorne so eine kleine Kuhle drin, mit der kann man sehr, sehr easy diese TQFP-Packages hier löten. Zu dem Zweck gönne ich dem Ganzen erstmal so ein bisschen Flussmittel, das schadet nie. Ja. Dann kommt etwas Lot ins Lotdepot. Ja, sieht man so richtig, wie sich da so ein Tropfen sammelt. Und jetzt gehe ich damit einfach vorsichtig hier drüber. Ja, perfekt ist es noch nicht geworden. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, der untere ist ein Fall für die Entlötlitze, fürchte ich. Ich habe noch nicht so viel Übung damit. Da. Gut, schön ist leider anders. Da brauche ich noch ein bisschen Übung. Aber ich denke, das wird so funktionieren. Also unter der Lupe sehe ich keine bösen Kurzschlüsse mehr. Es gibt noch ein oder zwei Pins, bei denen ich noch ein bisschen nachlöten muss, weil einfach die Ground Pins das nicht so angenommen haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist kein großes Drama. Ja. Wie gesagt, sieht nicht besonders gut aus, aber unter der Lupe sind keine Kurzschlüsse mehr zu sehen, dann wird es wohl reichen. Ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich habe noch nicht viel in der Richtung gemacht. Beim Löten will ich jetzt ein bisschen Musik haben, deswegen lasse ich euch hier an den restlichen Teilen nicht teilhaben. Hier, der erste Ein-Mikrofarad 0805er Kondensator ist schon drauf. Den muss ich gleich nochmal mit ein bisschen Flussmittel nochmal aufschmelzen und dann ist das erste SMD-Teil dran. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind alle SMD-Teile drauf. Ja, mit der SMD-Frickelation bin ich jetzt eigentlich relativ zufrieden. Also ich habe noch nie so viele SMD-Teile gelötet und schon gar nicht diese kleinen 0805er. Da hatte ich nur mal eines auf einer Platine. Was ein bisschen kacke war, war der Elko hier unten, weil da hatte ich in Eagle irgendwie den falschen Footprint. Der war zu klein, deswegen war das echt, ja, das war frickelig. Die anderen Teile gingen eigentlich soweit ganz gut. Ja, ne? Und dann kann ich mich jetzt dran machen, die Flurholsachen reinzubasteln. Wir müssen jetzt diverse Drahtbrücken drauf und dafür werde ich diesen lila Schaltdraht hier verwenden. Ich werde häufig gefragt, warum ich eigentlich den isolierten Draht nehme, obwohl es viel einfacher ist, wenn man den blanken nimmt. Und die Antwort ist untechnisch und sie ist mir fast ein bisschen peinlich, aber weil es hübscher ist. Einfach nur deswegen, kein anderer Grund. Die Drahtbrücken sind drin und bis auf ein kleines Malheur hier in dem Eck eigentlich auch relativ stressfrei. An der Stelle, ja, da ist mir die Drahtbrücke kaputt gegangen, da musste ich so auslöten, dann habe ich die Restringe mitgenommen dabei. Das war ein bisschen doof, aber da habe ich dann halt einfach ein bisschen von den Leiterbahnen abgekratzt, Drahtbrücke länger gemacht, flachgelegt und auch direkt auf die Leiterbahnen gelötet, das passt schon. Ja, gut. SMD, check. Drahtbrücken, check. Nächster Teil, Bestückung auf der Seite.
Platine ist jetzt soweit bestückt. Ja. Ist auch sehr, sehr hübsch geworden, finde ich. Ja, toll, professionelles Teil. Aber eine Kleinigkeit fehlt noch. Nämlich, ja, das sind die dicken Leiterbahnen für die 230 Volt. Die Leiterbahnen sind 2 mm dick und das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Weil im Prinzip ist es so, es könnte sein, dass die gesamte Leistung, die hier durchgehen darf, das wären 10 Ampere, über eine von diesen Leitungen geht. Und für 10 Ampere sind 2 mm definitiv zu wenig. Also, was tun, sprach Zeus. Ich habe hier diesen Verlegedraht, das ist das Zeug, das ich auch schon benutzt habe für die Schlangomatenkiste. Und ich habe hier einen Ausdruck von meinen Leiterbahnen in Originalgröße. Jede Menge Zangen und so ein Zeug. Und was ich jetzt mache ist, ich biege mir auf dem Ausdruck liegend Stücke von dem Verlegedraht so zurecht, dass die genau zu diesen Leiterbahnen passen. Na, kriege ich jetzt gerade nicht so prickelnd hin. Und die Stücke löte ich dann an die Pins und auch auf die Leiterbahnen an ein paar Stellen mit dem Kleckslötzchen, sodass ich letztendlich eigentlich als Primärleiter eine 1,5 Quadratmillimeter Kupferleitung habe und die ist definitiv gut genug für 10 Ampere. Fertig. Ich habe mich gerade eben gefühlt wie ein Dachdeckerlehrling beim Kurs Dachrinnenlöten, alter Falter. Das ist eine Lötzchenschlacht hier. Aber Kontakte sind gut. Bis auf eine winzige Stelle, die so, ja, geht es, ist es eigentlich ziemlich geil geworden. Und ich denke, wir können jetzt mal zum Test der ganzen Angelegenheit starten, weil ich wüsste wirklich gerne, ob sich der Mikrocontroller überhaupt programmieren lässt oder ob ich den irgendwie schräg aufgelötet habe. Das wäre jetzt echt blöde. Versuchsaufbau heute mal wieder ganz unprofessionell, Handkamera gefilmt. Ich habe nämlich keinen Bock, irgendwie Screen Capture zu machen. Also, was ich jetzt hier habe, ist das endgültige Netzteil, das ich auch benutzen werde. Das habe ich so modifiziert, dass am Ende hier die 5 Volt aus so einem PSK-Stecker kommen. Die Platine und ich habe jetzt, um zu simulieren, was später mal die Steckdosen sein werden, hier 4 LEDs. Ja, der Programmer steckt schon nicht mehr dran. Ich gebe es zu, ich habe gerade ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe ihn schon mal geflasht, aber ich habe gerade eben erst das USB-Kabel angesteckt. Ich habe noch keine Ahnung, ob es tatsächlich funktioniert. Das erlebt ihr jetzt gleich, ja, live. Lassen wir uns überraschen, ob das Teil geht. Ja. Also, wie wir das hier schon kennen, ich habe hier mein Terminal. Kriegen wir das auch irgendwie mal in Fokus? Kamera, hallo! Und ich gebe einen Befehl ein. Fu, kennt er nicht, wunderbar. Das heißt, der Mikrocontroller antwortet. Das ist schon mal sehr geil. Nächster Test, wir schauen, ob die ESP-Anbindung klappt. Befehl ESP und dann was an den ESP durchgereicht wird. ESP-AT in diesem Fall. Klack, funktioniert. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wird es wirklich interessant. Befehl on. Hört ganz genau hin. Es hat geklickt und die LEDs sind an. Ich gebe ihm jetzt mal, das seht ihr nicht, aber ihr dürft es mir glauben, den Befehl off. Gehen aus. Wieder on. Und gehen an. Yes! Gut. Damit haben wir dann wohl die Infrastruktur für den Schlangomaten fertig. Und ja, wir haben die Infrastruktur für den Schlangomaten fertig. Das ist großartig. Vor der Abschiedsformel muss ich euch allerdings noch was erzählen. Da geht es um die Pinzetten, die ich mir neulich gekauft habe. Da hieß es, ich soll noch mal was sagen und deswegen sage ich noch mal was. Nach dem Kaufrausch-Video von neulich bin ich gefragt worden, was ich denn nur von den SMD-Pinzetten hier halte, die ich mir da gekauft habe für teuer Geld. Und nachdem ich jetzt eine ganze Menge SMD bestückt habe, wofür ich die hier ausgiebig benutzt habe, kann ich dazu jetzt auch qualifiziert was sagen. Und zwar, ja, gibt Vor- und Nachteile. Also, im Grunde genommen gibt es einen Vor- und Nachteil, der sowohl das Großartige als auch das Schlechte an den Pinzetten hier ist. Nämlich der Umstand, dass das Material sehr flexibel ist, sehr biegsam. Wenn ihr euch das anguckt, ne, das biegt sich leicht durch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man damit sehr wenig Kraft auf das, was man hält, ausüben kann.
weil sich die Pinzette relativ schnell durchbiegt und die Menge an Kraft, die man ausüben kann, ist einfach limitiert. Das heißt, ihr braucht gar nicht erst versuchen, damit irgendwie ein Draht zu biegen oder sowas. Ja, das klappt nicht, rutscht raus. Das ist aber auch gleichzeitig der Vorteil, weil dadurch, dass man ziemlich wenig Kraft ausüben kann, kann man so kleine SMD-Teile beim Bestücken sehr gut festhalten, ohne dass die einem ständig den Abgang machen. Was immer dadurch passiert, wenn man mit einer normalen Pinzette etwas zu viel Kraft drauf ausübt und halt dann einfach spring. Insofern muss ich sagen, als Bestückungswerkzeuge hervorragend. Also ich bin restlos begeistert und bin sehr, sehr happy, dass ich es habe. Aber für so Arbeiten, bei denen man irgendwas ein bisschen zuppeln muss, da muss ich mich nochmal nach was anderem umschauen. Also ich werde die auf keinen Fall zurückschicken, weil sie einfach zum Bestücken so geil sind, aber ich fürchte, ich werde nochmal irgendwie so 60 Euro so in diese Bernstein-Titan-Pinzetten investieren müssen. Hilft ja nichts. Ist halt so. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen, der Schlangomat schlangomiert jetzt rein elektronisch. Beim nächsten Schlangomaten-Video, das allerdings noch ein bisschen Zeit brauchen wird, sehen wir dann, wie ich die Kabel in der Kiste verkable und alles fertig mache und dann auch wirklich mal Netzspannungsgeräte dranhänge und lauter so ein Krempel. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt momentan gar nicht so wahnsinnig viel Bock drauf. Ich glaube, das nächste Video, das ich mache, das mache ich über Kabelklemmen. Ich habe nämlich so endlos viele Arten von Kabelklemmen jetzt für dieses Projekt gekauft, dass ich mich berufen fühle, einfach mal so ein paar Kabelklemmen-Typen zu zeigen und was man damit machen kann und wofür sie nicht so gut sind. Ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Video, aber ist bisher nur so eine Idee. Vielleicht mache ich es auch nicht. Das ist das Schöne an diesem Hobby. Ich kann machen, was ich will und ich habe keine Möglichkeit, mich zu bremsen. Sogar, wenn es um Kabelklemmen geht. Ja, das war's dann eigentlich auch mal wieder. Und was wollt ihr von mir hören? Genau. Tschüssing.